Leute, was geht? Ihr seid bei JBCars TV und es ist Zeit für eine neue Jeep Vehicle Challenge. Das letzte Mal hatten mein Vater, Holger und ich uns für 500 Euro irgendein Auto gekauft und haben Challenges absolviert. Diesmal gibt es einen kleinen Twist, denn das Thema ist Blast to the Past. Diesmal ging es darum, Autos aus der Kindheit von den drei Hauptdarstellern zu besorgen. Ob das Youngtimer, Oldtimer sind mir völlig egal, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, denn das Budget war wieder nur 500 Euro. So, ich warte jetzt hier und schauen wir mal, wann der erste kommt. Es dauerte auch nicht lange. Oh, ich glaube, das klingt wie ein Gokomobil? Eintakter, Zweitakter? Hat er eigentlich was anderes erwartet? Ist das ein Moped oder? Mofa. Mofa? Mofa. Wie schnell geht das? 25. 25 km/h, da kann ich ja schneller laufen. Ja. Okay, das wird auf jeden Fall interessant dann gegen die anderen beiden. Keine Ahnung, ich habe für das Geld diesmal echt nichts auftreiben können. Wieso ein Mofa? Es gibt doch sicher was anderes. Ist doch cool. Cool würde ich als was anderes bezeichnen. Hey, das war früher Kult und wir haben ja Blast to the Past. Also wir sollten was Historisches bringen, oder? Was für ein Baujahr ist denn das Ding? Die ist 73, glaube ich. Naja. 1976. Ich meine, es passt zum Thema, aber naja, ich habe mir auch das vorgestellt. Naja, dann wird es halt noch interessanter gegen die anderen beiden, oder? Wenn die mit Autos ankommen. Ah, das hört sich eher an wie ein kleiner Vierzylinder vielleicht, oder? Nein. Es war nicht der Plan irgendwie. Geil! Was heißt denn du da? Ja, irgendwie haben wir beide für das Geld nichts gekriegt, oder wie? Nee, ich habe ewig geschaut. Das Einzige, was ging, war ein Mofa. Ach komm, ich habe selber geguckt. Da gab es doch ganz viele so total zusammengerostete alte Kleinwägen. Wieso habt ihr sowas nicht gekauft? Ja, war alle nicht fahrbereit. Kein TÜV, nix. Was ist für ein Baujahr? Du, keine Ahnung, irgendwie 80, schon 90, was? Keine Ahnung. Ah, das ist noch nicht mein Oldtimer, du bist natürlich. Ja eh schon halb disqualifiziert. Was ist denn das für ein Baujahr? Das war eigentlich nicht geplant. Das ist ein Oldtimer. Nö. Doch, wir haben 2000. Ja. 29. Ja, mein Gott, 29 Jahre, Auge zu drücken, ist ein Oldtimer, ne? Leute, ich hatte eigentlich gedacht, wir machen eine Auto-Challenge, so wie das letzte Mal, so mit Topspeed-Tests und so weiter. Ist dein Topspeed auch 25? Ja, aber komm, wir können nie keine Performance-Tests machen, kein gar nichts. Außer der Bernie. Mein letzter, bitte, Bernie, bitte. Wenn der Bernie mit dem Auto kommt, dann ist diese Challenge noch gerettet. Ansonsten habt ihr zwei das echt vergeigt. Ja? Mein Gott. Jetzt warten wir mal auf den Bernie. Bitte, bitte, Bernie, bitte. Bitte. Dieses italienische Wert dabei, diese eine Vespa Biagio, weißt du? Es ist mir wurscht! 1,5 PS! Ich kann alle meine Challenges wegwerfen. Selben Sachen, die wir letztes Mal gemacht haben. Top Speed, Drag Race. Hallo, das Ding fährt 35! Maybe mehr?
Trotzdem! Was soll ich denn da jetzt groß testen mit drei fast identischen Mofas? Nein! Außenspiel! Nee. Guck mal! Kein Bock! Top ausgestattet! Keinen Bock drauf! Nicht den einzigen kleinen Bock drauf! Und Klingel! Genau! Voll cool! Nö! Ihr dürft euren Scheiß alleine machen, wenn ihr meint, dass ihr mit irgendwelchen Mofas antanzen könnt! Ja. Ja. Aber ich werde es halt alleine. Mit dem Jochen aus dem Spiel können wir uns endlich den Mofas zuwenden. Tja, Jungs, irgendwie ist der Jochen abgehauen. Ja, mei. Er hat nicht mit unserem Oldschool-Erinnerungen gerechnet, glaube ich. Die Jugend von heute hat halt einfach keine Ahnung mehr, was gut ist, ja? Alle fahren so halt mit ihren E-Bikes so. Ja. Ja, aber Mofa-Zeiten waren cool. Absolut, ja. Es ist cool, immer noch cool. Das ist Hardcore, die ganze Geschichte. So unfassbare Geschwindigkeiten. Was hast du da für eine Möhre eigentlich? Eine Garelli. Garelli, ja. Garelli. Italienische Mofa. Die machen Spaghetti auch, ne? 76er Baujahr. Und da ist ein Rasenmähermotor drin verloren gegangen, oder? Ja, wahrscheinlich. Genau. Vor allem, ich meine, die Firma heißt Agrati Garelli. Also okay, also Rasenmäher. Ein Rasenmäher, genau. Hervorragend. Genau. Was aber du? Italienisch kannst du auch, oder wie? Ja, so ein bisschen. Ich sehe, Vespa steht da drauf, ja. Das ist italienisches, ja. Italienisches Modell mit Riemenantrieb. High-tech. Italienisches Präzisionsmodell. Aber sowas von. Mit Riemenantrieb und, ganz wichtig, boah, ja, hallo. Eine und Special Feature Außenspiegel. Boah, sehe ich bei euch nicht. Ist schon sicher. Hallo. Nicht kaputt machen. Übrigens, nur mal so zum Mitschreiben. Ich habe ein. Was denn? Was damit? Gib das her. Das ist Performance-Technologie. Das muss so. Wie hoch war das jetzt drauf? Das ist der Klodeckel oder was? Nein, da kann man. Sachen verstecken. Guck mal her, das ist. Nein, das gehört da so. Da ist ein Loch, guck Nein. mal. Nein, ja. Da, ist alles, da läuft das Wasser drin ab. Das ist doch scheiße alles. So, jetzt mal, oder bei die Fische. Ich sehe bei euch überhaupt keinen sicherheitstechnischen hier. Gepäckträger habe ich zum Beispiel, ne? Läuft bei mir. Ah. Oh, mein. Ah, ja, mein. Und den Opa-Sattel vom Holger hier, ich meine, hallo? Was ist das? Ja, das braucht er doch. Brauchst du das schon? Ist das schon so was? Sag mal, hast du ja gar keine Ahnung, oder? Hast du schon mal eine Harley Davidson angeschaut? Das ist genau das Gleiche. Ah, verstehst du? Oh, verstehe. Okay. Das ist wirklich. Deswegen steht da auch Solo drauf. Solo. Was ist das überhaupt? Solo? Kommt das aus dem Osten oder was? Nein, Solo, das war einer der berühmtesten Hersteller, aber ist immer noch. Die bauen Rasenmäher. Ne? Und, ja, sind wir wieder bei den Rasenmähern. Und das war die Nummer 1 damals von das Baugleich. Das haben sie 30 Jahre lang gebaut, dieses Mofa. Hm. Und das war unter Maß verkauft, Solo, und das konnte man damals über Neckermann kaufen, Otto Versand und so weiter. Also das war der Amazon Schlager. Für analoge Zeiten quasi. Ja, aber das ist was, das hat zum Beispiel, was, lies mal, das hat einen Hydro-Drive. Oha, jetzt das? Geht's los. Tja, weißt du, was das bedeutet? So. Nee. Weißt du nicht? Doch nicht. Zweigang-Automatik. Zweigang? Speed, das ist Speed. Das ist Speed. Unfassbar. Also ich hatte ja früher eine Zweigang-Zündapp, aber die war ja wenigstens noch handgeschalten, verstehst du? Da hast du was tun müssen. Ja, das ist ein Oberteil hier. Warum kauft ihr euch nicht deutsche Wertarbeiter? Verstehe nicht, das ist wieder typisch. Letzte Challenge auch, er wieder, ne? Ja, ich stehe auf italienische Fahrzeuge, das weißt du doch. Ja, ich hatte wenigstens einen Ford seinerzeit, jetzt habe ich ja, und hast verloren? Nee, habe ich nicht. Ich habe das ja nicht anerkannt, die letzte Challenge, ne? Ja. Die war ja nicht fair, fand ich, ne? Hat das hier eigentlich auch Jackie X abgestimmt, das Fahrwerk? Nee, das hat der Herr Solo abgestimmt. Ach, der Herr Solo? Ja, wer kennt ihn nicht, ne? Das ist bekannt, nein, das ist rundstreckentauglich, das Ding, ne? Nordschleife kein Ding, oder? Aber unter 10. Kein 8,5 schätzungsweise, okay. Ne? Wenn du richtig damit umgehen kannst. Ne? Warum sind die eigentlich so kackgrün, eure Mofas? Ne? Grün ist die Farbe der Hoffnung. Wenn man den Acker schmeißen kann, oder? Wenn nicht auffällt, ne? Deine gibt vor, ein Ferrari zu sein, oder was? Ja, es ist so. Oh. Mhm. Ja, das ist Tja, aber Jungs, ganz ehrlich, ich meine, wir kamen jetzt echt auf dieselbe blöde Idee, aber unser Jochen ist abgehauen. Ja, keine Ahnung, was wir jetzt machen. Ja, Spaß haben mit den Dingern auf jeden einfach Fall, Spaß oder? Haben, blöde Leinen, ne? Klar, so. Das mit Sicherheit. Ja. Born to be wild, ne? Aber vielleicht kriegen wir ihn ja auch rein, dass das cool ist, oder? Ja, schauen wir mal, können wir versuchen, ja. Dann können Sie mal probieren. Ja. Ja, rufen wir mal an nachher, ne? Rufen wir nachher mal an, aber ich glaube, das besprechen wir erstmal im Biergarten, oder? Ja, auf jeden Fall. Ganz, jetzt rocken wir erstmal rum, oder? Jo, so machen wir das. Machen wir uns vom Acker, oder? Machen wir uns vom Acker und dann alles klar. Fahren wir im Biergarten. Helm auf und los geht's. Ne? Hi. Aber sicherheitstechnisch der Helm, gell?
Wow. Meine Vorschrift. Denkt dran, bei der Arbeit immer Helme tragen, ne? Hab ich euch immer gesagt. Und beim Mofa fahren sowieso. So. So. Boah. Alter Schwede. Alter Schwede. Das ist Hoppe, so laut ist! Läuft! Hallo? Ich fass es nur. Jetzt kommt sie! Jetzt! Ja! Man kriegt meine italienische Maschine ja Angst! So! Die ist sensibel! Hallo? Los geht's, oder? Auf ihn! Ja, Moment mal, ich muss erstmal das Startprozedere einleiten. Das ist die italienische Technik, da kann ich jeder mit umgehen. Jo. Da muss ich erstmal auf geht's. Ne? Hey. Jo. Ah.